herzliches Willkommen zum Shortcut für die KW 17. Wir schauen uns an, was in der Woche vom 25. April bis 1. Mai in Sache Liebe so los ist. Ja, was können wir erwarten? Wir haben Merkur und Neptun, da ist Fantasie drin, da ist Kommunikation drin und da sollte man vielleicht auch erstmal für sich ein paar Dinge aufschreiben, die einem so einfallen. Man kann auch natürlich Romantik einsetzen, klar. Venus und Neptun am 27., da ist man natürlich in Sachen Liebe sehr gut unterwegs, wenn man sich dem öffnet und wenn sich die Gelegenheit bietet, ja. Und Merkur und Jupiter sind eben auch sehr aktiv. Wie gesagt, Kommunikation ist das A und O in Beziehungen und man kann das in dieser Woche sehr gut nutzen. Und dann haben wir Merkur und Pluto und Jupiter und Pluto. Da ist bis Anfang Mai auch eine starke Wirkung. Man darf nicht vergessen, dass Pluto eben endgültige Dinge betrifft. Also wie man sich da entscheidet, ob jetzt Trennung oder zum Beispiel Verlobung oder so. Das ist eine langfristige Sache, die man nicht mal eben zurücknehmen kann. Dann haben wir eben auch die Rückläufigkeit von Pluto ab dem 29. Das nimmt ein bisschen diese Energie von Macht und Ohnmacht auch in Beziehungen raus. Ja. Venus-Jupiter sorgen auch mit Neumond am 30. dafür, dass auch gerade dann Beziehungen gut laufen sollten. Da wird dann aber auch der Merkur in die Zwillinge wechseln. Das kann sehr kommunikativ machen, aber eben auch ein bisschen durcheinander, ein bisschen konfus. Das ist nicht schlimm, aber man muss sich dessen bewusst sein. Venus und Pluto am 1. sehr, sehr schön und ich denke, dass man da eben ja langfristige Planungen für die Beziehungen eingehen kann. Ja, und Venus wirkt ja nicht immer nur für Beziehungen, sondern auch für die Karriere, aber man sollte sich für beides genügend Zeit nehmen und eben auch das entsprechend würdigen. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche und wir schauen uns jetzt in den Karten an, was wir für die einzelnen Sternzeichen in dieser Woche in Sachen Beziehungen haben. Das gilt sowohl für Paare als auch für Singles. Es geht um die Energie, die da ist, was möglich und machbar ist. Also viel Spaß dabei. Herzliches Willkommen, lieber Skorpion. Wir sind im Shortcut in der KW 17. Shortcut bedeutet Beziehungen, mal schauen, welche Energien da möglich sind. Das gilt für Paare genauso wie für Singles. Es geht einfach so, um Überblick zu finden, worauf man besonders achten sollte. Die KW 17 ist die Woche vom 25. April bis 1. Mai 2022. Und wir schauen jetzt mal, was für den Skorpion so in dieser Woche drin ist. Wir haben da eben auch sehr viel Kommunikation drin. Wir haben die zwei der Schwerter. Da ist eine gewisse Zurückhaltung da. Gut, das kann Gründe haben. Man kennt sich vielleicht nicht so gut oder man hat mit anderen Dingen zu kämpfen. Thema in dieser Woche. Deine Energie. Die Energie deines Gegenübers. Wie geht die Woche weiter? Und wie geht die Woche dann natürlich aus? Zusätzlich natürlich noch ein Hinweis, worauf kommt es an oder was ist vielleicht ein Lösungsansatz? So, Thema für den Skorpion in dieser Woche ist die 6 der Münzen. 6 der Münzen ist ausgewogenes Geben und Nehmen, also dass nicht einer mehr, der andere weniger gibt und so weiter. Wir haben den Gehängten, Stagnation, du beobachtest. Du bist also mehr in der Beobachtersituation, deswegen vielleicht die Zurückhaltung. Aber dein Gegenüber soll schon wissen, was du möchtest. Wir haben die 8 der Schwerter, dein Gegenüber weiß nicht, was du von ihm oder ihr möchtest oder was da gerade los ist. Vielleicht wäre es an der Zeit, was dazu zu sagen. Wir haben die 6 der Schwerter, Entspannung. Du kannst damit, indem du mitteilst, was los ist, was dich bewegt, also zumindest ansatzweise, kannst du deinem Gegenüber so ein bisschen diese Ratlosigkeit nehmen. 5 der Schwerter ist, dein Gegenüber möchte darüber sprechen oder es gibt ein Thema, mehrere Themen, die unangenehm sind, die schwierig sind. Das muss nicht immer die Beziehung betreffen. Es kann auch das Berufliche betreffen. Vielleicht möchte dein Gegenüber dir erzählen, was in der Arbeit los ist und so weiter. Aber ein paar unangenehme Themen wollen besprochen werden. Wir haben die Königin der Stäbe, das ist auch Optimismus, fröhlich sein, mit Zuversicht darauf zugehen, die Ärmel hochkrempeln und sich kümmern. Wir haben die Welt, da möchte jemand etwas hinter sich lassen und neu beginnen, vielleicht mit dir, mein lieber Skorpion. Zurückhaltung ist vielleicht nur da, weil man sich noch nicht ausgetauscht hat. Was haben wir hier? Wir haben die Königin der Münzen.
Kümmere dich um Sicherheit und Stabilität innerhalb der Beziehung. Das bedeutet, sorge dafür, dass sich auch dein Gegenüber von dir beachtet fühlt, sicher fühlt, ja, und dass man sich nahe kommen kann, dass man sich austauschen kann, dass man eben eine Verbindung herstellen kann. Das geht ja nur durch Kommunikation. Natürlich hat man die Energie, das Miteinander, aber solange das so zurückhaltend ist, vermutet man immer nur. Du vermutest nur, dein Gegenüber vermutet nur. Ich würde sagen, Offenheit ist wichtig, Gespräche sind wichtig, vor allen Dingen auch für dein Gegenüber. Wenn du da positiv rangehst, ja, und einfach nur dir mal anhörst, was dein Gegenüber sagt, kann das sehr gute Auswirkungen auf die Vertrauensbasis haben. Das solltest du in dieser Woche nutzen, mein lieber Skorpion. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, eine schöne Woche und sag bis bald.